Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute, wie man einen Teeanker baut und wie man den hernach als Fixpunkt im Firn einsetzen kann. Auf Hochtouren muss ich als Bergsteiger wissen, wie ich einen Fixpunkt am Gletscher bzw. im Schnee einrichten kann, um zum Beispiel im Falle eines Spaltensturzes eine Spaltenbergung durchführen zu können. Ein Teeanker ist im Prinzip ein Gegenstand mit möglichst großer Auflagefläche, den ich quer zur Zugrichtung im Schnee vergrabe. Mit der Schaufel meines Pickels hebe ich einen ca. 40 cm tiefen Schacht quer zur Zugrichtung aus. Anschließend grabe ich einen Kanal in Zugrichtung, welcher schräg nach oben zur Schneeoberfläche verläuft. Die Tiefe hängt direkt von der Schneefestigkeit ab. Je weicher der Schnee, desto tiefer der Schacht. Am Schwerpunkt meines Pickels lege ich mittels Mastwurf eine 120 cm lange Bandschlinge um den Pickelschaft und stecke nun den Pickel mit der Haue nach unten in den Schacht. Die Bandschlinge lege ich in den Kanal, der schräg nach oben verläuft, und hänge dort einen Karabiner als eigentlichen Zentralpunkt ein. Nun kann ich mich zum Beispiel selbst sichern oder meinen Kameraden mittels Halbmastwurf ablassen. Den Fixpunkt kann ich zur Spaltenbergung, zum Abseilen und als Standplatz nutzen. Achtung! Immer auf die Zugrichtung achten. Prinzipiell lassen sich alle möglichen Gegenstände zu einem Teeanker verbauen, sofern sie genügend Auflagefläche haben und steif genug sind. Vergrabene Skier, Stöcke, Steine oder mit Schnee ausgestopfte Bekleidung sind Beispiele für einen Teeanker. Zur Stabilisierung kann ich meinen Teeanker mit Schnee bedecken und verdichten. Wichtig dabei: Das Fundament bzw. die Wand, gegen die der vergrabene Gegenstand gezogen wird, darf nicht durch Tritte oder Draufknien geschwächt werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.